Forecast ist drin. Jetzt muss ich, heute habe ich viel zu erledigen. Jetzt muss ich erstmal frühstücken gehen. So stressig ist mein Leben. Jetzt gehe ich erstmal frühstücken. Erst gehe ich zur Schule, weil ich meine Tochter in der Grundschule anmelden muss. Die ist ja jetzt auf so einer speziellen Vorschule, weil die so ein paar bisschen hinten dran war, sprachlich Probleme hatte. Und dann, also war sie jetzt auf einer Vorschule, also keine Kindergartenvorschule, sondern schon eine richtige Vorschule. Und jetzt melde ich sie aber auf der normalen Grundschule an. Da muss ich jetzt hin. Dann muss ich jetzt einen Umweg fahren, weil irgendwie die Handwerker hier wird das bei uns an der Straße vor meinem Haus irgendwas gemacht. Und dann muss ich noch für mein Bad, da kam ja letzte Woche eine Lieferung mit meinen Badmöbeln, weil ich ja in meinem Schlafzimmer jetzt auch ein Bad machen lassen habe. Und die gefallen mir aber nicht. Das schaut richtig behindert aus. Ich habe mir das online ausgesucht. Und jetzt muss ich mal ins Möbelhaus fahren. Da muss ich wohl doch mehr Zeit investieren. Und nicht ins Möbelhaus, sondern zum Sanitärladen und mir was aussuchen. Dann nehme ich euch heute einfach mal mit. Dann dass es nicht umkippen kann. Das Nilpferd von meiner Tochter. So, das wird gut stehen. Oh, schaut euch mal den Blick an. It's beautiful. So darf ich jeden Morgen aufwachen. Also schon richtig, richtig schön. So. Letzte Woche war ja im Euro-USD ein sehr starker Aufwärtstrend und ich konnte nicht wirklich davon profitieren, weil ich nach größeren Korrekturen geschaut habe. Ich habe schon nach Long-Einstiegen Ausschau gehalten, hat nicht so funktioniert. Am Freitag hatte ich dann eine Zone im Blick, aber die NFP-News waren einfach zu schnell. Da ist dann genau meine Zone reingekommen, wo ich nach einem Long-Einstieg schauen wollte. Aber es hat dann einfach die Bestätigung gefehlt. Ich denke, dass wir noch höhere Preise sehen, aber ich will jetzt auf eine anständige Korrektur warten, weil wir hatten nie mal 50% Korrekturen. Und da will ich jetzt einfach mal in den Bereich reinkommen. Es kann jetzt ein bisschen dauern, bis wir da reinkommen, aber mir ist es jetzt zu gefährlich, nach dem Short zu schauen, weil der Markt doch sehr bullisch ist. Was ich aber auch gesehen habe, ist, dass der Markt natürlich im Weekly in einer relativ großen Seitwärtsphase ist. Und wir aus zwei schwachen Bereichen jetzt raushandeln. Deswegen brauche ich da jetzt noch ein bisschen mehr Preisentwicklung und will nicht voreilig handeln. Letzte Woche haben mit Sicherheit sehr, sehr viele ihren Account geschrottet, weil sie einfach immer geschaut haben, dass sie Sell-Einstiege finden, obwohl der Markt stark bullisch war. Da muss man dann einfach geduldig sein, weil sonst macht man aus profitable Wochen schnell einen Account, der dann nicht mehr existiert. Und dann denkt man sich, ja, die Strategie funktioniert nicht, obwohl die Strategie schon funktioniert. Man platziert sich einfach nur auf der falschen Seite, weil man nicht wahrhaben will, dass der Orderflow gewechselt ist. Dass wir jetzt nicht mehr nach Short schauen, sondern nach Long. Und wenn ich halt sehe, ich kann mich nicht positionieren, dann warte ich lieber ab, bevor ich dann, wie gesagt, einen Verlust im Account verzeichnen muss. Das zeichnet natürlich auch einen profitablen Trader aus, weil nur ein geduldiger Trader ist auch ein guter Trader. Klar, ich kann dann einfach sagen, ja, ich setze jetzt da einen Long und good luck, hittet da mein Take Profit.
Aber das hat dann nichts mit System zu tun. Da habe ich dann halt einfach auf das Glück gehofft. Was man machen kann, wenn das sehr bullisch ist, dass man sich an kleinen 5-Minuten-Zonen, Sell-to-Buy-Bereichen, mal versucht zu platzieren, wenn er noch nicht allzu weit in den Supply-Bereich reingekommen ist, weil natürlich in einem Supply-Bereich kann er dann mal, also im H4 zum Beispiel, Supply-Bereich, kann er dann natürlich mal größer korrigieren. Und wenn man sich dann in dem 5-Minuten-Bereich platziert, wenn er schon relativ weit oben oder beziehungsweise tief in den Supply-Bereich gekommen ist, dann ist natürlich auch, obwohl man sich pro Trend platziert, dann die Möglichkeit eher da, dass man ausgestoppt wird. Deswegen, das will ich jetzt momentan nicht machen, weil wir relativ viel tief in dem Bereich drin sind, wo ich sage, der Bereich kann sein, dass der mir jetzt die größere Korrektur gibt, damit ich mich dann im Demand-Bereich im Long platzieren kann. Da möchte ich jetzt einfach noch abwarten. So, und jetzt fahre ich doch erst zur Schule und dann frühstücken, dann habe ich das hinter mir. Dann zur Massage. Und wenn dann noch Zeit ist, bevor meine Tochter wieder kommt, in den Sanitärladen. Ansonsten dann heute Nachmittag in den Sanitärladen, weil ich will jetzt endlich mal, dass die Baustelle fertig wird. Mich nervt es. Ich schlafe jetzt seit Dezember im Wohnzimmer und ich mag das nicht, in so einem warmen Raum zu schlafen. Ich brauche es kühl, da wo ich schlafe, und möchte nicht da schlafen, wo ich arbeite, wo ich esse, wo ich koche. Das habe ich gemacht, als ich 18 war. Aus dem Alter bin ich raus. Und genau. Deswegen muss das jetzt mal ein Ende haben mit dieser Baustelle. So, sehr gut, da ist zum Glück ein Parkplatz frei an der Schule. Und dann sehen wir uns gleich. Ah ja, genau, zum Rathaus muss ich auch, weil meine Tochter fliegt morgen alleine in den Urlaub zu ihren Großeltern. Und da muss ich ihren Pass noch abholen. Ihren Ausweis. Erwachsene Frau sieht sowas an. Das ist jetzt hier in der Damenabteilung. Das ist doch Geschmacksverirrung. Für mein Bad, für meine Toilette in meinem Schlafzimmer, ich habe Bad, wo ich dusche, und dann habe ich eben das getrennt, die Toilette. Und da passt nur ein relativ kleines Waschbecken rein. Und da hätte ich aber trotzdem gern was Schönes und Ausgefallenes, aber das gibt's wohl nicht. Jetzt fahre ich noch zum anderen Baumarkt, in der Hoffnung, dass der vielleicht was hat. Aber ja, da habe ich nicht so die Hoffnung, weil der eigentlich auch nur so Standardsachen hat, so 0815 Zeug. Ich nehme euch aber nicht mit rein, weil mir ist das unangenehm, wenn ich da mit dieser Kamera überall hinlaufe. Also, ich bin jetzt kein Superstar, dass ich da überall meine Kamera mitnehmen muss. Gerade mega interessant der Aufbau im Euro-USD. Das ist noch keine Limit-Order, die werde ich ansagen, so ungefähr, wenn ich die letzte Bestätigung reinbekomme. Wir sehen gerade, wie wir hier Resistance formiert haben. Wir sind jetzt in einem Hidden Order Block reingekommen. Intraday-mäßig sind wir sowieso short platziert.
Wir hatten jetzt von den News den krassen Push runter, erst Push hoch, wo er mich nicht abgeholt hat, jetzt runter, jetzt schaue ich nach dem Continuation Short Einstieg. Wir sind in Hidden Order Block reingekommen, formieren hier Support, der jetzt als Resistance gerade genommen hat. Ich möchte aber, dass er da durchrauscht, dann hier nochmal reinkommt und dann mir den Drop in das Previous Month High reinmacht. Und da wäre dann auch der TP. But I'm going to tell you something, folks. Once you have consistency, let me tell you something, what's never going to happen. You're never going to want to talk about what you're doing to some family anymore. You're not going to want to do that because you're going to know right away, these people work. And there's nothing wrong with working, folks. But working folks don't like to see other people get out of that livestock pen. They don't want to be champion somebody else because that would be like taking energy and directing it to someone else to do well instead of directing it to themselves and for them to do well. So why are you surprised? They're indoctrinated. You're not going to wake them up. You're not going to stir them up by you telling them that you're going to work your ass off and you're going to learn how to do this and you're going to speculate way more income. Way more income potential than any other job that you would ever fall into or get degrees with. It ain't never going to be compared. It isn't going to be in the same vicinity, the neighborhood, the zip code. You're not going to get anywhere close to the fucking money that you could make doing this. And if that bothers you because I'm using this language, I don't give a shit. And the only thing I've done for the first 6 months of this year was what I promised I was going to do. I was going to teach you exactly how to go in and find these setups. And prove to you that they're consistent and prove that you can make real money, not just demo dollars. You can make real money doing it. Not all of you are going to make money every single day. You're going to lose. And guess what? I've proven that losing doesn't really change anything. But if your mindset is not accurate, or not accurate, but right, losing can derail you. And that's why I talk to you like this. That's why I give you these motivational speaks and sessions and kind of like an attaboy, attagirl, that type of thing that, you know, prod you along because it's easy. Sehen würden, aber wir können schon sagen, okay, in dem Bereich, wie gesagt, schauen wir jetzt mal nach dem Long-Einstieg, was ist hier nicht schön? Hier, warum würde ich jetzt sagen, dass nicht sagen, das ist meine Struktur und das ist meine Struktur? Warum gehe ich jetzt von dem Push aus, von dem kompletten Leg hier? Weil es ja nicht zu 50% korrigiert hat. Genau, richtig. Wenn wir mal schauen, da ist noch schön Volumen nach unten drin. Also das wäre dann quasi ein Bereich, wo viele nach dem Long-Einstieg schauen. Wenn wir so tief kommen, wollen wir aber eigentlich dann, dass wir da durchgehen. Und dann müssen wir uns neu orientieren, weil quasi hier, wie gesagt, zwei schwache Bereiche, der könnte dann, machen wir hier, reagieren und dann einfach short gehen. Oder er kann hier reagieren und dann weiter long gehen. Und da müssen wir dann eben schauen, wie ist der Aufbau, wie kommt der Markt da rein, was macht er dann weiter, gibt er uns eine Demand Chain und können wir uns dann weiter long platzieren. Das können wir jetzt natürlich noch nicht sagen. Aber wir wissen, die zwei Möglichkeiten bestehen. Aufgrund von dem schwachen Bereich eben. Durchrauscht. Nochmal noch ein Bereich.
hat da wirklich sehr schön die innere Struktur genommen, sehr tief mitigiert. Also dann so in dem Order-Block-Bereich. Hört ihr meinen Magen knurren? Nee, oder? Noch nicht gefrühstückt. Hey, Inducement hat er zumindest hier mal rausgenommen. Das ist ganz gut. Schauen wir weiter. Er hat es jetzt schon sehr weit. Also, ist schon sehr weit reingekommen. Wir haben dann natürlich eine wunderschöne Resistance. Seht ihr das? Wunderschöne Resistance. Also der sollte schon noch höher kommen. Sich dann hier dran stören, dann an der Open. Nur Teilliquidität nehmen. Also ganz tief da rein will ich ihn eigentlich nicht sehen. Man kann von mir aus jetzt noch weiter die Liquidität hier aufbauen. Einfach sehr tief hier reinkommen so. Und dass wir dann Shift sehen. Dass es hält, aber langfristig will ich ja auch das gehen sehen. Hier eher nochmal rein, das Inducement ausstoppen. Hat es natürlich, wie er es überall macht, also Liquidität, Inducement ist nichts anderes als Liquidität. Die nimmt er sich irgendwann immer. Die Frage ist halt, wann. Wenn er dann hier drin ist, schon mal, wenn er so tief kommt, ist es wahrscheinlich, dass das eher ausstoppt. Und da wollen wir dann nicht nach einem Short-Einstieg schauen, sondern erst, dass das nimmt und wir dann uns platzieren können mit der Demand-Chain zum Beispiel. Da krass die Trendlinie auf und jetzt sind wir da. Wieder genau an dem Trendlinienpunkt, wo wir die Reaktion haben. Aber ich möchte natürlich, weil wir jetzt wirklich schon sehr viel Trendlinienberührung hier haben, irgendwann wieder eine Korrektur sehen von der Trendlinie. Nur eine Teilkorrektur natürlich. Wie hier seht ihr das, da haben sie einfach wahnsinnig viele platziert. Das ist quasi das gleiche Szenario. Trendlinienliquidität raus und dann short. So, hier das Gleiche. Wir haben wahnsinnig viel Trendlinienliquidität aufgebaut. Hier auch. Die haben wir jetzt rausgenommen. Wir bauen hier jetzt quasi den neuen Trend auf.